Wir mögen den Kohlenstoff. Wir haben einfach Passion for Carbon. Das Faszinierende ist, dass wir eigentlich mit einem ganz alltäglichen Element, nämlich mit dem Element des Kohlenstoffs, das überall auf der Welt vorkommt, hier ganz spezielle Produkte und maßgeschneiderte Lösungen herstellen können. Die Carbonfaser ist extrem dünn, sie ist sehr, sehr fest. Sie ist ein faszinierender Werkstoff. Der Werkstoff für extreme Anforderungen. Thermoschockresistent, leicht und unglaublich fest und stabil. Das macht schon Spaß. Und das treibt natürlich die Entwickler in diesem Gebiet an. Die Denkendorfer Anlage ist eine Laboranlage, wo wir spielen. Das heißt, wir können im Prinzip mit einem Precursor 10, 20 Einstellungen fahren, Stabilisierung, Karbonisierung. Man braucht, um einen langfristigen Erfolg zu haben, definitiv eine Erdung mit der Forschung. Da die Forschung in Anführungszeichen die Vorhut darstellt für die nächste Generation. Man ist im Grunde immer dabei, an der Grenze zu arbeiten. Und das ist für einen Entwickler eine feine Angelegenheit. Das Ziel dieser Carbonfaser-Pilotanlage besteht darin, dass wir neue Ausgangsmaterialien testen und die Herstellungsparameter für die großen Produktionsanlagen feststellen und entwickeln. Diese C-Faser-Pilotanlage in Meitingen ist die modernste Pilotanlage weltweit. Wir erfassen über 2000 Prozessparameter. Wir wollen an dieser Anlage lernen, welche Parameter beeinflussen die Qualität und damit die Eigenschaften der Fasern. Ich mache speziell die Einzelfaserprüfung, also wirklich die Zugfestigkeitsprüfung am einzelnen Filament. Man freut sich dann natürlich auch, wenn dann die Zugfestigkeitswerte steigen und wenn es einfach dann auch von der Streuung her zusammenpasst. Wenn wir dann eine Faser produziert haben, ist ja der Leichtbauwerkstoff noch nicht fertig. Er muss mit einem Bindemittel verbunden werden. Dazu haben wir auch eine Versuchsanlage, um verschiedene Materialien für diese Bindung der Carbonfaser auszutesten und auch neue Wege zu beschreiten. Aufbauen auf diesen Arbeiten können wir jetzt individuell neue C-Fasern generieren, die dann spezifisch für den Markt getrimmt sind. Sei es für den Automobilmarkt oder für den Luftfahrtmarkt, der industrielle Sektor, gekoppelt mit alternativen Energien im Sinne von Windkraft oder auch für die Sportindustrie. Also ich denke, es liegt noch so viel Potenzial in dem Bereich Faser, Verbundwerkstoffe. Es ist ein super Material. Man glaubt es nicht, wenn man es nicht mal selber in der Hand gehabt hat und mal versucht kaputt zu machen, was nicht geht. Das Highlight wird immer sein, wenn wir eine C-Faser herstellen mit exorbitant guten Eigenschaften. Die führende Carbon-Firma weltweit zu sein. The leading carbon company. Das ist unsere Vision.